Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar hat meine Handyhülle im Urlaub echt doll gelitten. Hier die Kanten, drin ist blau. Also nicht so gut behandelt. Ist mir ein bisschen auf den Boden gefallen, aber egal. Heute wird die komplett umdekoriert, und zwar mit Stiften. Den Nugget-Stickern, die blende ich euch alles hier oben nochmal ein. Klarlack, Pinzette und einem Armband von mir. Wenn ihr das nachmachen wollt, fragt erstmal einen Erwachsenen, ob ihr eine alte Handyhülle habt. Meine ist jetzt so mit Band. Und ich würde sagen, let's go! Und zwar fange ich an damit, dieses Ding hier abzumachen. Und lege es auf Seite. Perfekt. Jetzt habe ich nur noch meine Handyhülle. Ich habe mir hier schon mal Sticker für die Hände und die Nägel ausgeschnitten. Die leuchten sogar im Dunkeln. Ich würde sagen, fange ich aber trotzdem erstmal mit den Stiften an, weil die Karte sollte ich mal wegmalen. Ich habe hier so ein Rosa, das müsste passen, oder? Ja, lass mir durchgehen. Nein. Okay, das Rosa, was ich wollte, ist leer. Das ist nämlich das Weiß. Ich hoffe, das ist noch voll. Ja. Das funktioniert allerdings. Ich mache jetzt einfach hier die Ecken. Mache ich jetzt sowieso jetzt schon so. War jetzt nicht der genaue Plan, aber man macht, was man machen kann. So, Ecke 1 ist ready. Kommt am Ende noch Klarlack drüber, damit es klar ist. Ecke 2. Dass ein bisschen mehr rauskommt hier. Dankeschön. Jetzt ist ein bisschen viel rausgekommen, aber den Tisch kann man ja sauber machen. So, auch hier diese Trägergedöns. Kommt trotzdem noch Glitzersteinchen drauf. Ich habe mein Handy übrigens aus der Handyhülle rausgenommen, wer jetzt Fragen hat. So. Upp. Noch eine einzige Ecke. So, ready. Jetzt noch ganz klein diese Ecke, weil da habe ich auch schon was vor, damit ich ja direkt anfangen kann mit dem Kleben. So, noch ein, zwei Striche. So, ready. Ich überlege jetzt hier, ein Handyhüller hat ja diese Knöpfe, ob ich die jetzt auch in Pink nochmal anmale. Aber seht ihr, es sind schnell. So, ich habe jetzt eins schon mal vorgeklebt, das hier, weil ich testen wollte, ob es funktioniert. Und die beiden habe ich schon draufgelegt. Also nochmal so zum Erklären. Diese Nagelsticker oder Fingersticker legt man hier drauf, zieht erstmal die durchsichtige Folie ab, nimmt den Q-Tip und tupft da drauf. Oder man macht sie mit einem Wattepad nass. So, dann wartet man kurz und kann in der Zeit andere drauf machen. So. Ich habe hier diese beiden Schriften. Finde ich sehr schön. Die schneide ich jetzt auch einmal aus. So. Ich kann leider nicht genau erkennen, was da drauf steht. Sonst kann ich euch das hier einmal oben einblenden. Gucke ich mal, wo die hin könnten. Ja, ich lege die dann einfach so da drauf. Ich glaube, die hier kann man schon abziehen. Nope, die brauchen noch ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, ob das doch funktioniert. Ja, hat funktioniert. So, dann leuchten die Ecken, weil diese Sticker oder halt Nageltattoos leuchten im Dunkeln. Was mir sehr gut gefällt. Und weil das jetzt ein bisschen lange dauert, zeige ich euch das einmal im Zeitraffer und am Ende die Handyhülle.
Ich würde sagen, jetzt geht's ans Lackieren mit dem Klarlack. Also das ist meine fertige Handyhülle. Die Farben habe ich abgemacht, deshalb habe ich hier noch ein bisschen mehr Sticker, weil es mir ein bisschen zu bunt war, mit hier Beautiful und hier Dream stehen. Dann habe ich hier die Bänder noch dekoriert und ein Armband dran gemacht, weil das momentan sehr schön ist. Und das ist meine fertige Handyhülle. Wie man sieht, habe ich die Farben jetzt abgemacht. War noch früh genug, dass es leicht abging, weil das mit den Farben hat mir echt nicht so gefallen. Außer hier bei dem An- und bei den Leiseknöpfen, das ist immer noch schön. Habe ich einfach noch mehr von den Nagelstickern gemacht. Dann habe ich noch von den restlichen, die ich über hatte, meine Nägel gemacht. Blende ich euch auch irgendwo nochmal ein, da oder da. Dann habe ich hier noch so das alte Armband oder neues. Das ist, glaube ich, neues. Da dran gemacht, weil ich das sehr schön finde. Ist auch gar nicht so teuer. Und hier die Bänder haben dann auch noch ein bisschen Deko bekommen. Und das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Und wie schon gesagt, wer es vergessen hat, einfach ein Herz-Emoji in die Kommentare machen, wenn ich nochmal Dinge bekleben und bemalen soll. Bye!